Herrn Hans Herbert Maulwurf sprechen. Der ist am Telefon. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Ja, schönen guten Tag. Tag. Ja, mein Name ist Leo Wagner. Ich rufe Sie von Firma Indigo Capitals an. Inzest? Sie haben Sie... Nein, Indigo Capitals rufe ich Sie an. Ja? Sie haben sich gerade auf dem Finanzmarkt mit Kryptowährung registriert, um online zu handeln, richtig? Ja, ich wollte gerne Geld verdienen. Geht das bei Ihnen? Ja. Sie sind richtig gelandet. Gut. Und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung bei uns an. Sie haben sich registriert, um mit Kryptowährungen zu handeln. Um mit Gewähren zu handeln? Ja, genau, da wollte ich hin. Ja, möchten Sie mit Bitcoin traden, ja? Ja, das Problem ist, sagen wir haben jetzt ja den fünften Tag, am siebten Tag steht ja die nächste Horde an und ich habe halt bisher, sagen wir mal, nichts Brauchbares finden können, weil das Gebäude steht soweit, aber sagen wir, wir haben halt nur einen Knüppel und einen Bogen und deswegen wollte ich jetzt ganz gerne mal ein bisschen aufrüsten und ich habe gehofft, dass Sie mir da helfen können, Trader Joel, ja? Jawohl, wie gesagt, also ich bin da. Haben Sie Erfahrung mit dem Handeln? Ja, also vielleicht können Sie sich an mich erinnern. Ich habe Ihnen neulich, sag mal, zwei, drei Aufträge erfüllt und halt auch, den Yucca-Saft bei Ihnen gekauft. Ja, aber haben Sie Erfahrung mit Kryptowährung handeln? Ne, ich habe ja, jetzt 90 Dukes habe ich ungefähr noch zum Ausgeben, aber ich glaube, wahrscheinlich kriege ich dafür noch keine Jagdflinte, oder? Gut, Sie haben keine Erfahrung mit Kryptowährungen handeln, ne? Nein. Gut. Und wissen Sie, was Bitcoin ist, natürlich, ja? Ja, natürlich, klar. Jetzt haben wir das jetzt im neuen Patch halt den Namen geändert, ne? Aber ich weiß ja nach wie vor, dass man das halt, sagen wir mal, durch Arbeit halt verdienen und dann halt auch ausgeben kann. Und ich bräuchte jetzt halt, damit ich halt auch weiß, wie ich die Skillpunkte verteilen soll, muss ich jetzt halt dann auch gucken, was sie da halt im Angebot haben, ne? Ich kann hören, dass da schon wieder viele Kunden bei Ihnen unterwegs sind. Aber ich hoffe halt, dass Sie mir ein bisschen was aufheben. Ich bin ja noch mit der Ausgrabequest gerade beschäftigt. Und hoffe halt, dass wir damit dann vorankommen. Ja, klar. Ja, genau. Gut, also jede Erfahrung, die Sie haben, wird Ihnen auch in Zukunft zugutekommen. Das hoffe ich doch, weil es gibt ja alles Erfahrungspunkte. Ja. Ob das jetzt Bauen, Kräften, Gegner erledigen oder halt hier bei Ihnen die Aufgaben annehmen. Es gibt ja alles Erfahrungspunkte. Darf ich fragen, wie lange Sie, am wievielten Spieltag Sie schon sind? Welche Spiele meinen Sie? Ne, wie lange Sie das schon machen jetzt? Wie lange Sie schon dabei sind? Wie lange? Also ich bin schon seit fast 3 Jahre, ja. Oh, Das sind ja über 1000 Tage, ja, meine Güte. Ich arbeite hier schon fast 3 Jahren. Wahnsinn. Wir haben also bestimmte Erfolge. Darf ich Sie fragen? Ja. Also, wie alt sind Sie? Ich bin 64. Ja, ganz junger Mann. Ja, ganz junger Mann. Ich muss sagen, 1000 Tage ist ja schon ordentlich. Da sind die Horden bei Ihnen ja auch schon ganz schön knackig. Dann bin ich bei Ihnen ja genau richtig, um das alles kennenzulernen. Da können Sie mir ja weiterhelfen, nicht wahr? Ja, gut. Und wie gesagt, sind Sie, Ihre Stimme klingt so jung, echt zu sagen. Ja, danke schön. Was haben Sie früher beruflich gemacht? Na, ich bin ja im Prinzip Uhrmacher. Ich arbeite immer noch. Ich mache Uhren. Ja? Ja. Echt? Ja. Das bringt mir nichts mehr, weil in-game gibt's ja keine Uhren. Weil man muss ja im Prinzip mit Mods spielen, wenn man will, dass das halt eine Notwendigkeit für eine Uhr besteht. Aber ansonsten wird das ja oben immer schon angezeigt. Von daher, sag mal, ist mein Beruf jetzt sowieso langsam hinfällig in dieser Zeit. Aber es ist ja im Moment ja auch eher, sag mal, dass man da, sagen wir mal, Pflastersteine und Betonmischung braucht, damit man halt durch die Nächte kommt, nicht wahr? Von daher, wer braucht schon noch Uhren, ne? Ja, verstehe, ja. Also schwere und interessante
Arbeit, ja? Ja, ja, auf haben jeden Fall. Also ich habe halt in der Truppe hier, wir haben halt, sag mal, der eine, der geht halt plündern. Und manche, sag mal, sind halt für die Landwirtschaft zuständig. Und ich bin halt so der Basisotter. Das ist ja quasi so meine Aufgabe. Da, sag ich mal, die Wände hochzuziehen und die Verteidigung eben aufzubauen, ne? Mhm. Verstehen Sie das Problem? Ja. Ja, das ist bestimmt so interessante Sachen. Ja, es ist ja halt überlebenswichtig. Ich meine, Sie haben halt den Vorteil, weiß ich, sagen wir mal, Ihre Händlerbasis, die hat ja, sagen wir mal, Gebietsschutz. Da kann ja nichts passieren. Ich finde das nur nicht so gut, dass wenn wir da bis nachts bleiben, dass wir dann immer raus müssen. Weil man könnte das ja ganz einfach haben, ne? Aber das geht so halt nicht. Naja. Darf ich Sie haben? Möchten Sie das als Haupt- oder Nebeneinkommen haben? Oh, sag mal, wenn es möglich ist, wäre ein Haupteinkommen natürlich schon gut. Ich meine, ich weiß, dass ich momentan noch ein bisschen länger brauche für Ihre Aufgaben. Ich muss mich halt immer erst umgucken, wo die Tasche halt vergraben ist oder versteckt wurde. Wer auch immer die da hinbringt in so ein Haus voller Viecher. Aber ich bin halt schon bereit, da weiter zu lernen und mein Bestes zu geben, weil ich bin jetzt halt noch ein Anfänger, nicht wahr? Ich hoffe, das können Sie ja berücksichtigen. Super. Wie gesagt, viele Trainer tun dies und sie sind sofort sehr erfolgreich. Ja? Kein Grund zur Sorge. Wie viel kann man denn da so machen in der Woche an Dukes nebenbei? Nebenbei, so man kann also verdienen, also unsere Kunden, 80%, also unsere Kunden haben so positive Resultate, also schon im Laufe von 5 oder 7 Tagen haben sie schon positive, ja. Ja, 5 und Tage wäre ja gut, weil am 7. Tag müssen wir halt hier die ganzen Stacheln aufstellen und so, ne, bis wir halt Geld für Turrets haben. Und wir werden Ihnen alle Turnschulen gehen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, ja? Ja? Nochmal, was ist mit den Turnschuhen? Die haben wir schon gefunden. Nein. Also ich meine die mit den 10% Laufgeschwindigkeitsbonus, ne? Also mal abgesehen davon, dass sie in der Standardfarbe grün wahnsinnig hässlich sind, sind die natürlich schon sehr hilfreich, aber sie haben halt keinen Rüstungsschutz, ne? Ja. Darf ich Sie fragen, Herr Malowulf, sind Sie verheiratet? Ja, bin ich. Mit Aline heißt meine Frau. Aline, aha, super. Genau, und haben Sie Kinder? Ja, ich habe ein Kind, das ist neuerdings ist das ganz komisch mit meiner Tochter, weil die hat ja lange schwarze Haare, ne, und die zieht sich dann immer so ein weißes Kleid an und kommt zur Basis gelaufen und schreit wie am Spieß. Und dann muss man sich da immer schnell drum kümmern. Aber davon abgesehen ist sie ganz gut geraten. Naja, verstanden. Also, das ist halt ein schwieriges Alter in den Teenager-Jahren. Ne? Da bringen die halt immer ihre zombiehaften Freunde mit nach Hause und fragt gar nicht erst vorher. Da kommt man nach Hause und dann sind die da gerade sich an der Tür am Schaffen zu machen oder gucken, dass sie da irgendwie reinkommen, obwohl die das ja gar nicht sollen. Ne? Sie verstehen das Problem. Ja, ich verstehe. Darf ich Sie fragen, können Sie Kredite theoretisch bei der Bank nehmen? Ja, natürlich. Können Sie. Und Sie kommen aus Deutschland, ja? Ja, natürlich. Soll ich Ihnen die Server-ID geben? Oder die Seed von unserer Karte? Ja. Und gut, haben Sie Schulden? Schule, ja, also wir haben in der Stadt nebenan haben wir zwei, also einmal diese Assi-Gegenschule, die haben wir aber schon gelootet und dann ist halt noch das College-Ding, wo halt auch das Footballfeld mit dran ist, da wollten wir jetzt warten, bis wir bei ihnen halt entsprechend, sagen wir mal, Nahkampfausrüstung erworben haben. Also zwei aber Schulen haben wir da. Also Schulden, ich habe gesagt Schulden. Nee, bei den anderen Händlern sind wir noch nicht gewesen. Also ist bisher nur bei Ihnen, ne? Also ist alles im grünen Bereich. Jawohl, also Sie haben keine Schulden. Nein. Haben Sie Schufa? Schuhe? Schufa. Nein. Keine Schufa, ja? Nein, überhaupt nicht. Sind Sie insolvent? Nein, also ich habe ja gesagt, sagen wir 90 haben wir noch in etwa liegen. Und den Rest, den holen wir jetzt ja durch Aufträge und durch Looting halt wieder rein, ne? Also wir arbeiten immer dran.
Und ich arbeite ja, ja auch noch im Beruf. Also Sie sind kein Insolvent, ja? Nein, 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 nein. Gut. Ich kann da immer noch sehr gut, ne? Jawohl, also. Also Sie haben eine starke Stimme. Also Sie sind ein gesunder und starker Mann. Ja, gesund bin ich nicht mehr so. Ich bin neulich, da wollte ich eigentlich nur die Leiter nach oben. Da bin ich runtergefallen und hab mir den Fuß gebrochen. Echt? Ja, und ja, seien Sie bitte vorsichtig, ja. Ja, ich hab ja Glück gehabt, weißt du, bei der ersten Aufgabe bei Ihnen, da haben wir ja, sagen wir mal, einen Gips gefunden. Weiß nicht, wer den vorher umhatte, aber jetzt zeigt das Debuff-Symbol zeigt eben, dass das noch 2,5 Stunden, dann ist das wieder in Ordnung. Und so lange muss ich jetzt halt warten, ne, bis das wieder in Ordnung ist. Also ich erkläre ganz schnell, so wie alles funktioniert. Also unser System ist vollautomatisch. Mit Hilfe von technischer und fundamentaler Analyse findet es die beste Zeit und Position. Ja. Ja, haben Sie also denn wie gesagt, von technischer und fundamentaler Analyse. Metallanalyse? Weil wir haben ja bisher, sag ich mal, nur Eisenerz gefunden. Wir bräuchten halt auf Dauer auch mal einen Schmelztiegel, damit wir halt auch Stahl herstellen können, aber da sind wir halt von der Game Stage noch viel zu niedrig für, ne? Das geht ja noch gar nicht, dass wir den finden. Also das bedeutet, Sie könnten vom Unterschied im Preis verdienen. Auch Sie werden Hilfe von Ihrem persönlichen Manager bekommen. Er wird Ihnen mit Einstellungen vom System helfen und alles auf unserer Plattform zeigen. Ja. Also, ja, unser System ist kostenlos. Es gibt keine Steuern, keine Prävision. Sie können unser System auf alle Geräte, auf einem Rechner benutzen. Und sogar auf Handy oder mit... haben Sie Laptop oder Handy? Wir haben ja bei Ihnen im Prinzip, da gibt es ja diese Verkaufsboxen. Was war das? Ich glaube, 1000 Dukes kosten die Dinger. Da hat sich ja im Prinzip jeder von uns eins gemietet und da packen wir dann die Sachen immer drauf, die wir, sag ich mal, finden, ne? Ja, darf ich Sie fragen? Ja. Benutzen Sie Handy oder Personalcomputer? Ja, schon ein Computer, ne? Weil wir müssen, da haben wir ja schon, da haben wir so im Prinzip schon einen Controller beim Computer? Ja. Sind Sie jetzt beim Computer? Ja, ich kann mit dem kaputten Fuß ja nicht viel machen. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen die Wände gestrichen. Damit das halt alles gut aussieht in der Basis und hab schon mal angefangen, weil wir haben so eine Crimp-Zange gefunden. Sind Sie die jetzt Elektrik beim zu Computer? Verkabeln. Ja, natürlich. Ja, sind Sie, ja, natürlich. Ja, und Sie haben Internet jetzt dabei, ja? Ja, wir haben Strom, wir haben schon einen Generator aufgebaut. Gut, also unser System hilft, Profit zu vergrößern und Ihre Zeit zu sparen. Zeit sparen? Darf ich Sie Zeit sparen, damit das Sie, also das ist System, das System funktioniert 24 Stunden, 7 Tage pro Woche, um Ihr Konto zu aktivieren, müssen Sie es aufladen, die minimale Einzahlung ist 250 Euro. Also, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ja, das ist mir ja eigentlich egal, da richte ich mich nach Ihnen. Wichtig ist ja nur, dass wir das alles halt dann über die Bühne kriegen, weil wir haben jetzt ja nicht mehr so viel Zeit. Ja, ne? Darf ich Sie fragen, haben Sie Visa oder Mastercard? Ja, klar. Haben Sie Visa oder Mastercard? Ja, hab ich. Visa und Mastercard, haben Sie beides, ja? Ja, natürlich, klar. Schön. Wann ist denn bei Ihnen wieder der Restock von Ihrem Inventar? Weil wir haben jetzt ja letzte Mal die ganze Nahrung gekauft schon und wir finden halt keine Viecher. Also darf ich Sie fragen, also nehmen Sie Ihre Mastercard in der Hand, ja? Ja, soll ich und die... Und Sie verifizieren Ihre... Ja. Holen Sie Ihre Mastercard jetzt. Ja, dann muss ich die kurz aus dem Rucksack nehmen. Ich bin ja vorhin beim... Bevor ich die Leiter runtergegangen bin, ist ja schon mal ein Unfall geschehen. Und dann muss ich jetzt eben noch mal gucken. Ja. Wie lange dauert das denn dann ungefähr, bis wir dann... Also Konto aktivieren, brauchen wir so circa von, also 5 oder 3 Minuten brauchen. Das ist also gut. Nehmen Sie Ihre Mastercard bitte. Ja, ich suche ja schon. Geben Sie uns denn dann auch die Koordinaten vom nächsten Händler in der Umgebung? Oder sind wir da noch nicht gut genug für den Auftrag?
dann wäre das auch in Ordnung. Also wir sind voll, also genug, und wir sind qualifizierte Mitarbeiter. Ja, haben Sie schon Ihre Masterkarte? Ja, natürlich, Herr Joel, habe ich gefunden. Haben Sie denn heute auch wieder bis 22 Uhr geöffnet, oder ist ja heute irgendwie ein Feiertag, Tag der Toten oder sowas? Nein, wir arbeiten immer, damit Sie zufrieden sind, ja, ja, und Geld verdienen. Also lesen Sie mir die 16-stellige Nummer von Ihrer Masterkarte, bitte. Also mir wäre das ja ganz, ganz lieb, wenn ich bis zu Tag 7 dann zumindest ein Jagdgewehr hätte. Haben Sie da haben so einen Stufe-1-Teiler? Haben Sie Masterkarte geholt? Ja, ja, habe ich. Aber können Sie mal meine Frage beantworten? Ich möchte doch was bei Ihnen kaufen. Ja, ja. Ja, ja. Haben Sie denn Stufe 1 Jagdflinte da liegen oder Bauteile? Welche Bauteile? Ja, vom Level 1, von der Jagdflinte im Prinzip, ne? Ich brauche die ja dann. Weil das Fernrohr habe ich gefunden, also das mit der zweifachen Vergrößerung. Und ich wollte das dann in der Nacht gerne einsetzen, weil die Kameraden, die gehen ja mit Speer und Knüppel in den Nahkampf. Und ich würde dann so hinten stehen und halt in den Scharfschützen im Prinzip spielen wollen. Ja, ja, ja. Herr Maulwurf, darf ich Sie fragen, ja, haben Sie Ihre Masterkarte geholt? Ja, die habe ich geholt, aber haben Sie denn jetzt eine Jagdflinte da, dass ich die kaufen kann bei Ihnen? Jagdflinten? Ja. Also, Sie brauchen keine Jagdflinten. Sie haben Sie auf dem Finanzmarkt registriert. Jetzt möchten Sie Ihr Konto aktivieren. Ja, ja, genau, deswegen. Und ich bin dabei, ich helfe alles. Also, ich helfe Ihnen, Ihr Konto zu aktivieren. Lesen Sie mir die Masterkarte, Ihre 16-stellige Nummer vor. Ja, man sagt bitte. Ja, bitte. Ja, 5-3. Ja. 4-3. Ja. 1-9-9. Ja. 7-3-2. Ja. 3-9-2. Ja. 7-5-3. Warum weinen Sie? Ich weine nicht, ich bin erkältet. Ne? Erkältet? Entschuldigung, also... Ja, weil wir haben halt das Problem, wir haben halt noch nicht die Zutaten alle für den Ofen zusammen, und ich habe immer noch das Pflanzenfaserhemd an, und ich habe halt immer schon die Hoffnung, weil ich muss ja wegen dem gebrochenen Fuß zu Hause bleiben, dass meine Kameraden unterwegs einen Pullover oder einen Poncho für mich finden und dass sie den auch mitbringen und nicht zerlegen in die Einzelteile unterwegs, ne? Und jetzt bleibe ich halt beim Feuer sitzen und hoffe, dass ich schnell wieder gesund werde. Und sagen Sie mir Ablaufsdatum? Ja, heute ist Tag 5. Wir haben jetzt im Prinzip noch zwei Tage bis zur Hordenacht. Auf Ihrer Masterkarte könnten Sie Ablaufsdatum auf der Hinterseite. Ja, bitte? Ja. Ablaufsdatum, bitte. Ja, das ist im Prinzip Juni 26. Juni 26. Ja, also da habe ich noch 0, ein bisschen 0, Zeit. 0, ja, 06 26. Ganz richtig? Genau. Was würden Sie denn sagen? CVV-Nummer, bitte. Ja, das ist also die... Drei, reichen denn ja für die erste Hordenacht zwei Reihen mit Holzwänden? Oder meinen Sie, dass wir bei sieben Leuten da mehr brauchen? Ja, ja, also darf ich Sie fragen, also CVV-Nummer, das ist drei Ziffern, ja, sagen ja, genau. Sie mir, CVV, ja. Ja, aber das ist ja geheim. Nein, das ist nicht geheim, also für Verifizierung Ihrer Bank, also brauchen Sie also diese drei Ziffern, bitte. Ach so, ja, das ist die 956 im Prinzip, ne? 956. Ja. Sagen Sie mir Ihr Geburtsdatum. Das ist der 8. Mai 45. 8. Mai 45, ja, Sie... Ja, haben Sie auch, sagen wir bräuchten im Prinzip auch, weil wenn Sie sich das dann, wir haben einen guten Eingang gebaut, dass die sich da alle sammeln. Ich könnte auch noch 2-3 Rohrbomben oder einen Satz Molotow-Cocktails brauchen. Lässt sich da was machen? Darf ich Sie fragen? Also ja. Ich am 8. Mai...
Also 1945. Ja, genau. Ja, könnten Sie mir bitte Ihre Adresse präzisieren? Ja, soll ich buchstabieren? Also erstmal Postleitzahl. Oh, da haben wir uns noch gar nicht wirklich drauf geeinigt. Ich nehme einfach mal meine Realadresse, weil die Server-IP ist da ja zu lang für. Das ist 76534. Sekunde mal. Könnten Sie bitte mir genaue Adresse geben, also ja, wo ja. Sie wohnen? Ja, das ja? ist, also meine Postleitzahl, was auch immer das damit zu tun hat, ist 765. 765. 34, ja, das ist Baden-Baden. Ja, genau, das ist in Baden-Baden. Und wir haben unsere Basis. Naja, direkt aha. bei Ihnen neben dem Händlerposten haben wir doch die Basis gebaut. Sie müssen nur aus dem Fenster gucken, da können Sie mich doch sehen. Ich bin der auf dem Holzturm oben. Ja, ja. Könnten Sie mir dann Ihre Adresse geben? Ja, wir haben das Otterdamm. Ah, das ist Baden-Baden und die Straße. Otterdamm. Otterdamm, ja. Ja, Nummer 1. Oder gab's da schon mal, sag mal, haben Sie dem der ja, Straße... Ja, Sie haben gesagt Otterdamm, also könnten Sie präzisieren? Ja, Otter, wie das Tier, ne? Das die Dämme baut. Otto, ja? Nein, Otter, wie das Tier. Da steht ja im Prinzip unsere Basis, ne? Aber das sehen ja, Sie doch eigentlich, Otter, das ist doch direkt neben Ihnen. Mit zwei T... Ja, mit zwei T. Also ich mache mal eben eine Markierung auf der Karte und teile das mit allen. Dann können Sie das ja sehen. Ne? Aha. Otterdamm, ja? Ja, Otterdamm Nummer 1. Ne? Könnten Sie buchstabieren? Also wenn Sie... Ich würde ja gerne ein großes Schild kräften, dass Sie das lesen können von Ihrem Fenster aus. Aber wir haben nicht genug Nägel, dass ich ein großes Schild machen kann. Vielleicht können Sie mir da auch noch weiterhelfen. Ja, ja, also könnten Sie mir, also die Otterdamm, ja? Ja. Otterdamm. 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 Eins. Also dann Theodor. Emil, Richard, Dora, Anton, Martha, 1. Das ist die Serveradresse im Prinzip. Mit zweimal M. Ja, zweimal Malta, das ist die Serveradresse. Aber das müssen Sie doch wissen. Sie spielen da doch auch drauf. Otterdam, also Sie haben gesagt Baden-Baden. Otterdam 1. Ja, ja. Also in Baden-Baden wohne ich, ne? Und die Serveradresse ist Otterdam 1. Das müssten Sie aber auch wissen. Wir sind ja Nachbarn im Prinzip. Wir bauen ja immer direkt neben dem Trailer. Nein, ich brauche Ihre genaue Adresse, wo Sie wohnen, ja? Ach so, die postalische Anschrift. Ja, jawohl. Ja, das ist der Türkenweg Nummer 13. Türkenweg Nummer 13, ja? Ja. Ich dachte, Sie wollen die Koordinaten von der Basis auf dem Server haben. Weil wir sind ja im Prinzip zwischen der Wüste und dem Schneebiom, im Grasland. Und die Stadt heißt also Baden-Baden, richtig? Ja, ja, Baden-Baden. Also, Sekunde mal, also Türkenweg 13, wie der Erdogan, Türkenweg 13. 13, ja? Ja. Ja, Sekunde mal, bleiben Sie dran, Sekunde. Ja, ich baue so lange hier den Turm weiter, ne? Wir müssen ja einen guten Überblick haben. Ist hier im Prinzip auch die Schaufel und würde dann auch mich noch um den Burggraben kümmern. Und wir müssen Holz müssen wir ja auch noch ein bisschen abhacken, weil die Spikes, die kosten ja eine ganz schöne Menge, bis man die dann, sag ich mal, auch aufbauen kann. Wo ist er denn jetzt abgeblieben, der Sekunde Kerl? Mal, ja. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, mach mal hin da. Ja, es dauert. Sekunde mal, also eine Minute dauert, Sekunde. Ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit bis zur Hordennacht, ne? Das ist ja auch nicht so gut, ne? Eine Minute! Ja, nicht, dass Aline dann in Zwischenzeit kommt, ne? Die hat mir gestern schon in die Suppe gespuckt.
Da ich gerade hier, musste mich ja auch gewundert, dass ich ja mal extra ein Buch lesen musste, damit ich dann weiß, wie man Schinken und Rührei zubereitet. Und zwar ohne, dass man eine Pfanne hat, ne? Das ist ja nur so ein Kochtopf, den wir da gefunden haben bei Ihnen, als wir Ihnen die Geschäftsräume leer gemacht haben. Das haben Sie ja gar nicht gemerkt, ne? Was machen Sie denn jetzt? Aber ich will ja nicht, dass Sie die Koordinaten öffentlich teilen. Sekunde mal, Sekunde. Werden Sie gerade angegriffen? Sollen wir rüberkommen? Dann müsste ich bei Discord kurz den Leuten Bescheid geben, dass sie Hilfe Bleiben brauchen. Bleiben Sie dran, Sekunde mal. Oh nein, ich glaube, der hat ernsthafte Probleme. Schade, dass ich noch kein Motorrad habe. Sonst würde ich auch mit dem gebrochenen Bein schnell rüber und dem helfen. Der hockt ja da in diesem Funkturm, ne? Das wird er erklären, warum der noch Verbindung hat. Vielleicht ist der ja auch, Sekunde mal, ja, Sekunde mal. Sind Sie eigentlich verantwortlich für die Zusammenstellungen der Lufttransportkisten, die nach der siebten Nacht immer abgeworfen werden? Weil da würde ich mich auch gern mal beschweren, dass da in den meisten Fällen nur Schrott drin ist, den wir gar nicht brauchen. Nein, ich bin nicht verantwortlich, nein. Können Sie mich da mal mit dem Zuständigen verbinden? Weil das muss ja geklärt werden, weil da kämpft man um sein Leben, verballert also mal die ganze Munition oder halt momentan sind es ja noch Pfeile und dann hat man da irgend so ein Ding und da sind da ein paar Holzrahmen und ein bisschen was zu essen drin, das dann auch noch vergammelt ist, weil das finde ich ja unakzeptabel, ne? Herr Maulwurf, könnten Sie mir meine Güte TVV-Nummer nochmal präzisieren? Was soll ich Ihnen die Zahlen aufmalen oder was soll ich da machen? TVV-Nummer, könnten Sie präzisieren auf der Rückseite? Soll ich Ihnen jetzt die Zahlen buchstabieren oder was soll ich machen? Ja, drei Zahlen, ja, buchstabieren, drei Zahlen, ja. Also, ja. Ja, Nordpol, bitte. Emil, Uda, nein, Nordpol, also dann, na, Sekunde und dann mal, Friedrich, Übermut, Nordpol, Friedrich. Herr Maulwurf. Ich bin doch gerade am Buchstabieren. TVV-Nummer, also auf der Rückseite Ihrer Mastercard. Könnten Sie... Ja, ich buchstabiere Ihnen doch gerade die Zahlen, da müssen Sie schon aufschreiben. Ja, also... das sind 956, richtig? Ja, natürlich. TVV-Nummer. Ja, klar. Ja, Sekunde mal. Was machst du denn da so lange? Ist ja Zeitverschwendung, dann schmeißt er mich Punkt 22 Uhr wieder raus, du, und dann werde ich wieder draußen von den Wölfen angegriffen. Die Mistviecher. Ist eigentlich schade, dass es keine Zombie-Wölfe gibt, das wäre nochmal eine andere. Gut, die Hunde, die hasst ja sowieso mal, jeder. Also kein Problem, also bleiben Sie dran, Sekunde. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss zum Raid, da ist noch eine andere Gruppe, die haben vergessen, die Tür zuzumachen. Da müssen wir jetzt schnell rüber, ne, bevor die wiederkommen. Weil die sind ein bisschen weiter als wir. Vielleicht haben die ein paar Blueprints, die wir klauen können. Falls Sie da Interesse... Geht Ihnen besser? Was ist mit Ihrem Bein passiert? Ne, ich bin von der Leiter gefallen, als ich nach oben klettern wollte, um im Prinzip eine Lampe anzubringen. Weil wir haben ja den Generator gefunden bei Ihnen da. Ja, verstehe. Sekunde mal. Ja. Schreiben Sie jetzt gerade Dr. Jen, also Trader Dr. Jen, sagen wir, meinen medizinischen Bericht fertig für die Behandlung. Von der lasse ich mich ja bevorzugt behandeln, ne? Nicht nur verbal. Mieser kleiner Betrüger. Hallo? Hallo. Ja, wo haben Sie diese Karte geholt? Was für eine Karte denn? Ja, wir sind ja noch am Aufdecken. Ich komme ja selber nicht so viel raus aus der Basis. Also auf meiner Karte ist, sag ich mal, nur das... Ich habe noch die Grenze zur Wüste und zum Schneebiom drauf. Aber ansonsten bin ich halt mit Bauen beschäftigt, ne? Darf ich Sie fragen, wo haben Sie diese Karte genommen? Ist das Ihre Karte? Ja, die haben wir in der Tankstelle gefunden. Die haben wir am ersten Tag gleich geplündert. Bei der Tankstelle? Ja. Sekunde. Ist ja unglaublich.
Wann haben Sie diese Karte gefunden? Oh, das ist jetzt 4 Tage her, ne? Wir haben jetzt ja 4 den 5. Tage. Tag heute. Und am 1. Tag haben wir die gleich gefunden, weil da war auch schon so ein Köter in der Tankstelle. Und da haben wir die Karte dann gefunden. Ich dachte erst, das ist eine Zugangskarte für so einen Militärkomplex aus der einen Mod da. Aber wir spielen Sie, ja Vanilla. Haben Sie Ihre Karte? Ist das nicht von Ihnen? Nee, die habe ich ja gefunden, ne, in der Tankstelle. Das ist jetzt mir, die ist meine, die Karte. Können Sie denn rüberkommen und uns beim Aufbauen helfen, wenn Sie gerade keine Kunden haben? Wäre das vielleicht möglich? Hallo? Hallo? Ja, ich bin's, ja. Ja, was ist denn da los bei Ihnen? Haben Sie schon wieder Angriffe von wandernden Horden? Ja, Sekunde. Ja, das sagst du jetzt seit 5 Minuten, Junge. Ja, also, Herr Maulwurf, darf ich Sie fragen, haben Sie eigene Karte? Nee, natürlich nicht. Haben Sie eigene Karte? Nee. Eigene? Nee. Und wenn ich eine eigene Karte hätte, dann würde ich die nicht so einem dummen Betrüger wie dir verraten, die Nummer, du Vollidiot, du. Haben Sie Online-Banking? Du verstehst nicht, was ich sage, ne? Haben Sie Online-Banking? Hast du ein Gewissen? Und ein Herz? Haben Sie Online-Banking? Ja. Haben Sie? Ja, bist du so blöd auf die Welt gekommen oder hast du dir das verdienen müssen? Gibt's da einen Skillpunkt für? Gnadenlose Dummheit irgendwie oder Ruchlosigkeit? Ist das im nächsten Patch mit drinnen? Ja, haben Sie Online-Banking? Ja. Hast meine Frage nicht verstanden, ne? Ja, Sekunde. Ich hab gefragt, ob du blöde bist. Bist du dumm? Fragezeichen. Soll ich das buchstabieren? Ich würde dir am besten mal Nerdy Goggles empfehlen. Das steigert die Intelligenz ein bisschen. Vielleicht kann man das bei dir ja dann aus dem Minusbereich rausholen. Hallo? Ja? Darf ich Sie fragen? Haben Sie Handelskonto, also haben Sie Konto in der Bank? Nee, ich habe einen YouTube-Kanal. Kennst du das? Oder bist du da auch zu dämlich für? Hallo? Hallo? Ja? 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 Ja, hallo? Hallo? Ja, ich kann Sie hören, Trader Joel. Haben Sie Konto in der Bank? Nee. Nein. Doch. Oh. Was haben die denn mit dir gemacht, als du klein warst? Wo bist du denn ausgebrochen? Ja, Sekunde mal, Sekunde. Es gibt doch dieses eine POI mit dem Krankenhaus. Da gibt's auch so einen Flügel für die geistig, schwer Angegriffenen. Bist du da gewesen vor der Apokalypse? Oder wo hast du dich rumgetrieben? Wir wissen doch alle, dass du hier so Level 1 Zeug verkaufst. Ja, und das einfach nur lieber anmalst, du Betrüger, du Dummer. Meine Güte. Lang lebe 7 Days to Die, wir freuen uns auf Alpha 20.